Servus, lieber Kellins, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde von Let's Play Pokémon Blau. Wir haben im letzten Part erfolgreich den Fels von hinter uns gebracht, was ziemlich lange gedauert hat. Und jetzt sind wir hier in Lavandia und haben jetzt eigentlich mehrere Routen, die wir auswählen können. Theoretisch könnten wir jetzt nach Prismania City gehen, was wir jetzt eigentlich schon machen müssen. Also ich habe keine mehrere Routen, die habe ich erst später. Und werden mal gucken, was wir da so alles holen können. So, wie ihr schon gesehen habt, ich habe im letzten Part auch meine drei Haupt-Pokémon, also Smetbo, Pikachu und Dings weggehauen. Und jetzt werden wir uns andere Pokémon noch holen, eventuell, und schauen mal, wie weit wir kommen. Wir haben nämlich schon ein bisschen was zur Auswahl. So, ich habe ja schon gesagt, die werden wir hier nicht bekämpfen, großartig. Die lassen wir mal so, wie sie sind. Ich bin ein weit heruntergekommener Glücksspieler. Ja, das ist schön für dich. Ja, Glücksspiel kann die Menschen schon zum Verderben führen, das ist wirklich wahr. So, okay, der Spieler möchte kämpfen. Was hat der Spieler denn? Der hat ein Vulcano. Okay. Vulcano ist jetzt kein großer Akt, da mach ich mich jetzt verrückt, weil es gibt nämlich Prismania City ein paar Sachen, die wir holen können. Also schon interessant. Wird auch schon Spaß machen. So. Vor allen Dingen gibt es auch ein Pokémon, was ich gerne hätte. Da muss ich nämlich auch bestimmt noch Sachen noch einkaufen. Also, lass euch mal überraschen, was ich davor habe. Ich weiß, ob du das Minus was ich will. So, Queenie erreicht Level 26, total geil. Okay. So, Vulpix in den Kampf schicken. Okay. Nein, das Pokémon wechseln möchte ich nicht. Und weg mit dem Fuchs. Okay, das hat er überlebt. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Habe ich mir jetzt anders davor gestellt gerade. Dann setzen wir Aquaknarre rein. Bäm. Lösch diesen dämlichen Fuchs. So, und damit wird das Thema erledigt. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich jetzt auch weiterhin unser Diktri behalten will. Das weiß ich nicht so genau. Oder das überlege ich mir noch. Aber Diktri ist natürlich geil. So, jetzt schauen wir mal. Queenie bleibt auf jeden Fall da oben. Der hat den wenigsten von allen. Also vom Level her. So, wie ich ja gesagt habe, bekämpfen wir jetzt hier wenig. Weil ich will, wir kommen ja später nochmal zurück und da werden wir uns alles auseinandernehmen. Auf alle Fälle. Das ist sicher. So, einmal da hoch. Den Trainer bekämpfen wir nicht. Prinzipiell nicht. Weil mit dem habe ich nämlich schon was Spezielles vor später. Am Ende des LPs. So, komm. Wir bauten eigentlich diese langen Dreckstunnel, ohne Witz. Total geil. So. Perfekto. Damit sind wir jetzt in Prismania City angekommen. Beziehungsweise fast. So. Was haben wir denn hier? Auch wieder ein Knofenser. Knofenser habe ich wirklich gar keine Lust, ehrlich gesagt. So. Gibt's noch was anderes, was wir fangen können, eventuell? Vulcano wäre ganz nice. Okay, gut, da haben wir dieses dämliche Taubsi, dieses Chicken Nugget. Also ihr seht schon, die Variation der Pokémon ist ein bisschen unterschiedlich. Ist ein bisschen blöd, aber gut, was will man machen? Ist halt so. So, perfekto. Gibt's aber schon was Interessantes, oder? Aber dann gehen wir einfach weiter. Wir machen jetzt noch ein, zwei Kämpfe und wenn da nichts Interessantes dabei ist, dann gehen wir einfach weiter. So, da haben wir wieder unser Unkraut. Ich frag mich ja, was die geraucht haben, um auf eine wandelnde Pflanze zu kommen. Ohne Witz. So high kann ich gar nicht gewesen sein, um sowas zu machen. Also ich könnte nicht mal so viel saufen, um überhaupt auf so Ideen zu kommen. Ohne Witz. Okay. Gut, das bringt ja alles nichts. So, Knefenser. Will ich jetzt nicht unbedingt im Team haben, das haben wir ja schon eigentlich. Aber für den weiteren Spielverlauf jetzt leider nicht so interessant, wie ich mir das jetzt erhofft habe. Gut. Dann. Eine machen wir noch danach und dann geht's weiter, Freunde. Ich will mich jetzt nicht unbedingt aufhalten mit irgendwelchen Rentenkämpfen die ganze Zeit. Wir haben noch einiges vor uns, auf alle Fälle. Und ich bin mal gespannt. Vor allen Dingen brauche ich TMs, ich brauche noch Steine, ich brauche ein paar Sachen auf jeden Fall. Ja. So, komm, eine geht noch. Okay, hier gibt's nur Knofenser und Taubsi, das ist für den Arsch. Ich meine aber auch, ich gebe Sachen hier jetzt aber auch Dings gegeben. Ach, egal. Also normalerweise hat es hier Vulcano gegeben in der roten Edition. Ich hätte mich nur gewundert, ob es da immer noch Vulcano gibt oder ob es da was anderes gibt. Aber gut, was soll's. So, das erste, was wir jetzt machen, wir gehen jetzt erstmal hier hoch, Freunde. Und dann werden wir uns etwas ganz Spezielles holen, was es hier in dem Spiel gibt. Wir kriegen nämlich ein Pokémon hier geschenkt. Ohne Witz. Wenn wir jetzt hier hochgehen, kommen wir hier oben raus und dann haben wir da drin ein Evoli, was wir kriegen können. Das werden wir uns jetzt auch holen. Ich kenne jedes Detail der Pokémon-Welt in deinem Gameboy. Triff dich mit Freunden und tausche Pokémon. Ja, super geil.
Tipps für Trainer, die Benutzung des Link-Kabels brauche ich nicht unbedingt, aber das hier hätte ich gern. So, wir haben Evoli erhalten, meine Freunde. Und Evoli werde ich jetzt auch ganz gezielt jetzt nutzen, weil mit dem Evoli habe ich nämlich was vor, weil wie ihr wisst, haben wir noch kein Elektro-Pokémon. Normalerweise ist es ja so, dass ich im normalen Spiel eigentlich Dings hole. Also normalerweise ist es ja so, dass ich im normalen Spiel mir eigentlich schon ein Normalerweise hole ich mir einen Aquana, um ehrlich zu sein. Aber diesmal werde ich mir Blitzer holen. Flamara hat mich schon nie so richtig gejuckt, aber Flamara ist, Blitzer ist natürlich super geil. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Also ich nehme jetzt eigentlich spontan auf, aber irgendwie kriege ich nicht so richtig auf die Reihe gerade. Okay, kann ja mal passieren, das ist jetzt schlimm. So. Ich nenne dich Volt. Aus dem einfachen Grund, weil du ja eh gleich zum Dings wirst. So, perfekt. Damit haben wir jetzt auch ein weiteres Teammitglied und vor allen Dingen ein temporäres Mitglied, was wir auf alle Fälle behalten werden. So, perfekt. Dann, auf geht's. Jetzt haben wir das ja schon gehabt. Also theoretisch könnten wir jetzt in die Rocket-Spielhalle gehen oder wir könnten Erika herausfordern. Erika herauszufordern, finde ich, ist ein bisschen früh. Aber die Rocket-Spielhalle wird wahrscheinlich noch interessant. Oder was wir auch machen könnten, wir könnten uns eine Pokepuppe kaufen und könnten den Lavandierturm überspringen und damit die im Rocket komplett skippen. Das ist auch geil, das geht nämlich. Ohne Witz. Das ist total geil. Achso, nee, das war das Pensionshaus, da will ich schon rein. Hier will ich rein. Ins Markthaus. Weil hier kann man nämlich Steine kaufen und bestimmte Items. Und ich möchte da bestimmte Items haben. Auf alle Fälle. Damit wir auch unser Evoli jetzt gleich entwickeln lassen können. Ich glaube, das war im 6. Stock, 4. Stock, 5. Stock. Ja, ich glaube, drin war's. Boah, stell dir das mal vor, der Aufzug, der brennt wirklich so da oben, ey. Da bist du ja klinisch tot, wenn du da hochgehst. So, hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, du kannst mir behilflich sein. Ich möchte aber keinen Pokebubo. Ich hätte gerne den Donnerstein. Und dann machen wir das, was ich ja eben angekündigt habe, weil dem bringen wir dann nämlich auch Donnerblitz bei. Eine unserer Evoliten. Saugeil. So, hey, Volt entwickelt sich. So, jetzt haben wir auch ein gutes Elektro-Pokémon gegen Pikachu, weil Blitzer ist wirklich geil. So, den bringen wir jetzt noch, weil er sowieso keine guten Attacken hat, hat Donnerwelle bei und auf jeden Fall Donnerblitz. Damit werden wir damit schon mal abgesichert. Weil ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie ich Donnerblitzer beibringen soll. Ich hätte zwar Nidoqueen beibringen können, aber da ist ja Volt prädestiniert, also unser Blitzer. Da mache ich mir jetzt keinen Kopf drum. So, aber wir müssen trotzdem noch eins weiter, weil ich habe nämlich auch für Queenie noch ein paar Sachen, die ich auf alle Fälle haben möchte. Und die finden wir... Achso, das war der falsche. Übrigens, bei dem, wo ihr eben gesehen habt, unten rechts in der Ecke, da kann man sich Konter kaufen, gell? Nur, dass ihr es wisst. Oder Geschenk kriegen. So, weil ich brauche nämlich jetzt ein Tafelwasser. Noch ein Tafelwasser. Ich brauche nämlich zwei Getränke. Brauchen wir nämlich später auch für Dings. Für Safronia City, wenn wir da reinmarschieren wollen. So, eine Flasche Sprudel und natürlich auch die heilige Limonade. Ach scheiße, jetzt hat Klammer was gekauft. Die heilige Limonade Gottes. Okay, der Automat verdient sich schon mit dem schon uns gerade. Ja. Ey, ich will Limonade kaufen, Bruder. Was ist kaputt mit dir? So, jetzt aber. Geil. Schön. So, Limonade liegt im Schacht. Perfekt. Dann holen wir uns jetzt erstmal das, weil die alte hier, die gibt ziemlich richtig geile und starke Items. So, auf alle Fälle ein Getränk hier. Das Tafelwasser und da kriege ich die TM13, das ist Eisstrahl, Freunde. Eisstrahl ist total geil. So, dann kann man manche Gegner einfrieren. Ja, das ist richtig. So, gibst dem Mädchen ein Getränk. Jetzt kriegt die nämlich von uns nämlich den Sprudel. Dann kriegen wir nämlich Steinhagel. Oder Triplette. Nee, Triplette ist bei Limonade. So, perfekt. So, die gute Limonade, die muss ja richtig geil schmecken, wenn sie uns TM dafür gibt, genauso wie die Sprudel. So, TM49 Triplette haben wir damit auch. Und wir haben jetzt die wichtigsten Items zusammen, weil ich werde jetzt nämlich hingehen und werde unserem Queenie jetzt Eisstrahl beibringen. Queenie? Jawohl, das ist doch mal was. Ich hätte es auch Bubbles beibringen können, aber was will ich mit Bubbles mit Eisstrahl? Also das könnte ich zwar auch machen, aber der lernt ja später noch Surfer noch dazu.
So, da werden wir mal Kratzer mal verlernen lassen. Und jetzt hat Queenie auch eine richtig geile Eisattacke. Jetzt kannst du richtig reinfleischen. Und Steinhagel werde ich mir jetzt auch mal bringen. So, Steinhagel, jawoll. Das könnte ich sogar dicke Idee unserem TikTok beibringen, aber das will ich jetzt nicht unbedingt. So, Steinhagel. Und dadurch werden wir jetzt Dings verlernen lassen. Genau, Eisstrahl, das wär's. So, da schmeißen wir Giftstachel dafür raus. Wir lassen auf jeden Fall mal Aquaknarren mal drin, mal weiß ich nicht, was man brauchen kann. Später kriegen wir noch Erdbeben, das werde ich mir auch noch beibringen und dann haben wir ein richtiges Monster im Team. Das ist schon hart. So, damit hätten wir jetzt schon mal hier unser Team jetzt schon mal aufgestärkt und zwar richtig. Und unser Volt ist ja, glaube ich, auch Level 25. Das heißt, den können wir auch sogar an die Spitze setzen, während der blöde Pato runtergeht, weil den schmeißen wir ekel raus. Jetzt holen wir uns noch die faulen Fliegenfreunde und dann geht's weiter im Programm. Dann werden wir die Rocket-Spielhalle auseinandernehmen. So. Ach, Mann, ist das schön. Ja, die TM-Eisstrahl ist in dem Spiel richtig übel, ey. Die ist saustark. Und Steinhagel ist auch gerade zu unterschätzen, obwohl es natürlich auch auf den Typen ankommt, der sie einsetzt. Also, sie ist jetzt wahrscheinlich effektiver bei Diktri, aber Diktri werde ich ja auch nicht, wahrscheinlich auch nicht irgendwie im Team haben. Aber, naja, was soll's. So, dann bringen wir uns diese Party jetzt zum Fliegen bei. Dazu müssen wir jetzt hier den Busch hier auseinandernehmen. Gehen wir in den Busch, Leute. Hey. So, wunderbar. So, was gibt's hier Schönes? Ein Ratzfatz, was hätte ich auch anders erwarten sollen. Total geil. Sehr interessant. So, Ratzfatz, dann komm. Na, super. Weil unten müssen wir nämlich mit dem Fahrrad entlang und hier können wir einfach ganz geschickt durchmarschieren. Weil hier ist nämlich auch ein Häuschen, wo man die VN2 für Fliegen halt erhalten kann. Und die werde ich jetzt natürlich dankend annehmen, weil die brauchen wir natürlich. Wir wollen schließlich von einem Ding zum anderen. Und solange wir noch kein anständiges Flug-Pokémon haben, ist es eh uninteressant. So. VN2 ist Fliegen, damit kannst du in die Stadt zurückfliegen. Sie wird dir von Nutzen sein. Davon bin ich auch total überzeugt. So. Die bringen wir jetzt natürlich jetzt unserem Pad bei. Pate, er lernt jetzt fliegen. Ich will, dass du fliegen lernst. Und vergiss da durch den Scheiße. Na ja, gut, ist ja egal, wir setzen Pate innen an. Von daher ist er unser Verunsklave im Endeffekt. So, jetzt können wir auf Fliegen einsetzen. Was wir theoretisch auch machen könnten, wir könnten jetzt schon nach Fuxania City theoretisch. Und könnten dort eigentlich schon die VM Surfer holen. Das werden wir aber nicht machen, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. So, also, ja, verdammt, jetzt bin ich so Gras gerannt. Ja, scheiße. Oh! Ich glaube, mit dem Flug-Pokémon hat sich gerade eben erledigt. Geil. So, okay, dann holen wir uns mal dieses Dodu. Schön. Da haben wir nämlich später nämlich ein richtig geiles Pokémon, das ist mit Dodris. Das ist saustark eigentlich. So, perfekt. Dann können wir nämlich auch Patte nämlich rausschmeißen, weil Patte brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen noch keine Zerschneide mehr im Endeffekt dann. Das war jetzt nur noch die eine Stelle. So, komm, Dodo. Nehme mich ins Team, ich will dich haben. Pokéball, Flieg und Sieg. So. Perfekt, damit haben wir Dodo gefangen. Unser nächstes Pokémon im Team. Total schön. Und vor allen Dingen haben wir jetzt ein Flug-Pokémon. Vor allen Dingen, das Ding, das kann fliegen erlernen. Das ist voll für den Arsch. Weil man weiß überhaupt nicht, warum es fliegen kann. Das ist total geil. So, wunderbar, Dodo wurde gefangen. Was erzählt uns unser heiliger Pokédex über Dodo? Dodo, das du, Vogel-Pokémon. Dieses Pokémon gleicht mangelnden Flugfähigkeiten durch ein hohes Tempo beim Laufen aus. Ja, also im Prinzip wie ein Strauß. total geil. So, Dodo ist jetzt unser. Boah, wie nennen wir jetzt Dodo? Wie könnte man den nehmen? Nennen, wie könnte man Dodo jetzt nennen? Vor allem Dingen, wie mit Dodri dann auch noch danach noch heißen soll. Ach komm, ich nenne es jetzt Dodo, flugunfähiger Vogel. Dodo. Eigentlich heißt der Dodo, aber ist ja auch egal. Dodo. So. Total, also ich weiß, ich bin total unflexibel jetzt, aber ist ja auch egal. Das ist total geil. So, dann können wir nämlich unser Partner nämlich rausschmeißen dann danach. Und wir können vor allem unserem Dodo jetzt noch das Fliegen beibringen. Das machen wir jetzt auch. Und Triplette bringe ich mir auch bei. So, dann hätten wir nämlich auch schon mal ein starkes Flug-Pokémon im Team. Das es wahrscheinlich sogar 100%ig auszahlen wird. Auf Dauer. So, sie enthält Triplette. Triplette am Pokémon beibringen, natürlich. Dodo lernt Triplette. So.
Jetzt kann es die reinfleischen am Ende. Ist total geil. So, perfekto. Das heißt, ich gehe mal von aus, weil da wir jetzt so gut aufgelevelt sind, werden wir jetzt auch unsere Dicktri wahrscheinlich rausschmeißen. Das heißt, unser Dickdogge hat sehr gute Dienste gelassen bis jetzt, aber jetzt ist es egal. Wir haben ja Nidoqueen und Nidoqueen ist jetzt sowieso das Monster schlechthin in der Hinsicht. Tut mir leid, Dicktri. Manchmal läuft es ja nicht nach Plan. So. Perfekt. Das heißt, Patte und Dicktri raus. So, ablegen. Patte ablegen, jawohl. Damit ist Patte jetzt schon mal weg vom Fenster. Und was wir jetzt auf alle Fälle noch rausholen werden, das ist unser Dickdogge. Sorry dafür, Dickdogge. Vielleicht im nächsten Game Match ich Fleisch reinnehmen, da werde ich mal Nidoqueen oder so weglassen. Dann haben wir jetzt auch unser Team wieder mal ein bisschen aussortiert. Passt. So, perfekt. So, das heißt, mit den vier Pokémon im Team können wir jetzt ein bisschen was machen. Jetzt muss ich nur gerade mal überlegen, was wir jetzt noch als nächstes angehen können. Wir müssten theoretisch die Rocket-Spielhalle machen eigentlich. Wäre zumindest eine Alternative. Oder, jetzt da wir ein Flug-Pokémon haben, könnten wir eigentlich auch direkt zu Erika gehen, was aber ein Problem ist, weil Erika ist momentan noch ein bisschen überlevelt. Das ist nicht schön. Okay, was können wir jetzt am besten machen? Wir haben auch leider kein Feuer-Pokémon im Moment, das ist halt ein bisschen blöd. Ich meine aber, da gibt es ein Feuer-Pokémon, lass mich jetzt mal schauen. Wenn das jetzt funktioniert, ich weiß es nicht, wenn es Vulkan, ich will Vulkano haben, nämlich, wäre nämlich super geil. Okay, da ist wieder so eine blöde Katze. Marzi will schon unbedingt. So, okay. Gibt's noch was anderes außerdem jetzt? Okay, immer noch Mauzi. Ich bin mir also überlegen, ob wir Mauzi reinholen sollen. Aber ich habe ja von der Wecker schon gesagt, ich bin kein großer Fan von Mauzi. Zumindest nicht von der Mauzi-Version selbst, sondern Snobilikat ist geil, aber Mauzi selbst ist scheiße. Frag mich nicht, warum, ich bin halt so. So. So, haben wir nichts Interessantes hier. Ich meine, hier gibt es einen Vulcano und ich hätte gerne einen Vulcano. Wäre natürlich jetzt noch das Ultra, wenn ich jetzt einen Vulcano hätte, ne? So, perfekt. Weil ich kann mich nämlich daran erinnern, dass es die Wackische gibt. Die war in Rot zumindest so. Ach, Leute. Das ist halt das, was ich immer hasse bei der Suche bei Pokémon. Aber theoretisch könnten wir eigentlich unser Dodo jetzt mal kämpfen lassen, wenn wir schon dabei sind. Boah, geil, One-Hit-Kill. Schön. Unser Dodo. Der flugunfähiger Vogel, ey. Boah, zum Glück hockt da jetzt so ein Gesichtskünder wieder auf dem Ding wie bei Pflanzen vs. Zombies. Es ist so assi gewesen. Alter, diese Hackfresse war einfach nur wirklich die Krönung. Ohne Scheiß, ey. Das sind total geil in den Frostbollenhüllen. Ich hätte mich nicht mehr eingekriegt, ohne Witz. Oh. Es hat überlebt. Ja, schlecht. Dreckswickel, ey. Also ihr könnt euch ja vorstellen, wie das jetzt ist, wenn ich leveln muss. Das ist einfach nur ätzend. Gerade wenn man mit so Pokémon gegen so Pokémon antritt, macht das überhaupt keinen Spaß. Weil es auf Dauer einen eigentlich nur noch abfuckt, ey. So, wunderbar. Vor allem haben wir mal was anderes, also Taubsi im Team. Wie gesagt, Taubsi und Ibitak, die waren jetzt nicht so meine Meinung, waren Wunsch-Pokémon. Aber das Ding, das Dodo ist eigentlich ganz gut. Dodo ist ja auch gar nicht so schwach, wenn man ehrlich ist. Hier. Ich würde jetzt ganz gerne mal einen Vulcano haben, Freunde. Ohne Witz. Oder war das Vulpix, was es hier gibt? Ich glaube, es kann auch Vulpix sein. Wenn wir es nicht finden, tun wir es später in einem Band Menschen fangen, dann ist es ja egal. Aber ich brauche auf jeden Fall ein Feuer-Pokémon. Das ist das Nimbus Ultra momentan. So, wunderbar. Schon wieder so ein blödes Mauzi. Das geht mir tierisch auf den Sack. Aber jetzt setzen wir mal Triplette ein, Alter. Triplette hat eine geile Animation, Leute. Ohne Scheiß. Okay, in dem Spiel jetzt nicht. Aber in den anderen Spielen ist es ja so, da fliegen dann die Blitze, das Eis und das Feuer. Das ist so geil. So. Na, komm schon. Alter, schon wieder dieser dämliche Vogel, ey. Ja, obwohl, auf der anderen Seite so ein kleiner Part ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Vielleicht auch mal ganz schön, wenn man das mal macht. Man muss ja nicht unbedingt ellend, ewig lang, jedes Mal direkt die Story durchjagen. Ich würde es auch mal ganz nett, wenn man es mal ein bisschen entspannt macht. So, komm jetzt.
schon wieder ein Taubsi? Ey, Alter, ich will kein Taubsi. Ohne Witz. Das ist halt, wo wir schon beim Thema sind, wieder mit dem Seltener als gerade Pokémon bei manchen. Das ist halt wirklich scheiße. Aber ansonsten... Boah, das dauert ewig, bis ich da so einen Vulkan oder Vulpix dann hab, ey. Boah, Mann. Ja, komm. Ja, schon wieder Mauzi? Ich weiß, dass es dich hier gibt, Freund. Ich weiß es, Mann. Mach mich nicht schwach. Die Katze triplettiert. Geil. So. Mauzi gibt's da, glaube ich, nur hier in der Edition. In Rot gab's das, glaube ich, gar nicht. Dafür gab's Rettern in Rot. Was es hier nicht gibt. Wenn ich mal drüber nachdenke. Und ich glaube, Sandan gibt's in Rot auch nicht. Dafür gab's, glaube ich, Menki. Also, ist total schon schön, dass das so für... Dass die editionsspezifisch ja doch ein bisschen anders ist in so manche Dinge. Ja, komm, wir machen jetzt noch zwei Dinge, ansonsten bringt es nichts. Ich suche mich ja nicht hier dumm und dämlich. Noch ein Knofenser. Ah, ist schon interessant. Und noch ein Mauzi. Okay, Leute, vergiss das. Ich habe jetzt keine Lust, euch jetzt die ganze Zeit jetzt hier zu zeigen, wie ich hier die ganze Zeit dumm durch die Gegend renne, um irgendein Pokémon zu suchen. Wir fangen uns später, wir fangen uns anderes Feuer-Pokémon auf andere Weise später. Da mach ich mich jetzt nicht verrückt. So. Und ich kann nicht davon laufen, das ist natürlich zum Kotzen. Nein, Dodo! Geil, Dodo ist tot. Na super. Tja, also. Dann setzen wir Volt ein. Volt kann ruhig auch mal was tun. Können wir klar mal unseren Donnerblitz hier austesten. Bäm! Die Katze gegrillt. Schön. Geil. Okay. Ja, das bringt nichts. Nein. Ist ein bisschen schade. Ah, ja, gut, okay, da kann man es. Ist halt so, da kann man nichts machen. Aber was wir jetzt auf jeden Fall noch machen könnten, wir könnten eigentlich wirklich mal. Wäre bestimmt eine Alternative. Wir holen uns jetzt die VM-Surfer, dass wir mal ein bisschen gut aufgestellt sind, Freunde. Das könnten wir eigentlich machen. Ob das jetzt eine gute Idee wäre, weiß ich nicht, aber man kann es machen, theoretisch. Okay, Leute, hat sich erledigt. Wir haben einen Vulpix Level 20. Jetzt können wir uns doch ein Feuer-Pokémon fangen. So, das tun wir jetzt erstmal tackeln. Oh, das kann auch zugeben, das ist gut. Das Blöde ist, Vulpix ist nicht so leistungsstark, aber das ist ja nicht so schlimm. So, perfekt. Und zack. Und kriegen wir es direkt? Na? Sehr gut, Freunde. Jetzt haben wir endlich mal unser Feuer-Pokémon dabei. Total geil. Jetzt muss ich schon mal gucken, wo das jetzt hier ist. Alter, ich muss mir da das nächste Mal was anderes überlegen. Das ist ja gar nicht so alles. Das ist ja saublöppel so jedes Mal hier. So, wunderbar. Crolight. Basek. So, damit haben wir jetzt unser 50. Mitglied jetzt erhalten. Unser Vulpix. Auf Level 20, was wir auch direkt aufleveln werden dann. So, Vulpix, das Fuchs-Pokémon. Dieses Pokémon hat bei seiner Geburt nur einen Schweif, der sich mit zunehmendem Alter aufspaltet. So, möchtest du Vulpix einen Spitznamen geben? Jawohl, den nennen wir jetzt Kyubi, weil es einfach am besten passt, finde ich. So, wie wird Kyubi geschrieben? Wie war das, glaube ich, gell? So war das, glaube ich, geschrieben. Das ist, glaube ich, richtig so, oder? Genau. Nimm es einfach, wie es ist. So, ich bin jetzt kein großer Rechtschreibkönig, muss man wirklich ehrlicherweise sagen, aber ich kann es noch ein bisschen, Alter. Okay, jetzt reicht das Taubsi pulverisiert. Jetzt habe ich aber die Schnauze. Oh. Jetzt habe ich aber die Faxen dick, ey. So, wunderbar. Boah, geil, wenigstens habt ihr uns weggewirbelt. Passt. So. Und vor allen Dingen, was wir jetzt auch machen können, wir holen uns jetzt noch einen TM. Ah, komm, wir machen jetzt in dem Part jetzt einfach mal die Sonnensachen, bevor wir hier weitermachen. Ich bin am Verdursten. Na, was das Getränk ist für mich. Vielen Dank. Kluck, kluck, Rübse. Entschuldigung, wenn du nach Safronia City möchtest, darfst du passieren. Ich werde den anderen machen etwas abgeben. Das ist wunderbar. Wir sind jetzt in Safronia City, Freunde. Wir können theoretisch jetzt ins Dojo gehen, aber das Dojo wird uns jetzt fressen, weil wir sind ein bisschen stärker wie vorher. Und, aber ich möchte hier nämlich eine TM holen, die sehr wichtig ist und auch sehr gut ist, von der ich aber nicht weiß, wie ich sie beibringen soll. Und zwar die TM für Psychokinese.
DTM Physische Kinese ist... Was ist das hier? Warte, sag kein Wort. Du suchst das hier, oder? Ja, richtig. So, Psychische Kinese, sie vermindert die Spezialfähigkeit des Gegners. Total geil. So, damit haben wir Psychische Kinese jetzt geholt. Ist einfach nur genial. Und was ich jetzt auch eventuell machen könnte, ich kann die Profi-Angel holen, aber das Problem ist, mir ist gerade eben eingefallen, ich kann ja auch von Fuxania City theoretisch über den Radweg rüberlaufen, dann kann ich mir die Super-Angel holen. Das könnten wir eigentlich jetzt auch mal machen. Das wäre eigentlich auch eine gute Idee. Das ist eigentlich gut. Das machen wir jetzt auch, Leute. Ich muss jetzt nur Acht geben, dass ich jetzt nicht in den falschen Weg gehe. Vor allen Dingen gibt es ein paar Trainer, die muss ich nicht unbedingt haben. Das ist aber auch eine gute Möglichkeit, unser Vulpix ein bisschen aufzuleveln, bevor wir jetzt zu Giovanni in die Rockethalle gehen. Also die Story machen wir auf alle Fälle weiter, Leute. Ich will jetzt nur unser Team jetzt vervollständigen. Weil ich hätte nämlich gerne einen Lamus, ehrlich gesagt. Aber dafür brauche ich die Superangel. Und da muss ich auch erstmal gucken, wo das ist. Das ist ja auch das Blöde. Ach, wir können das ja gar nicht. Stimmt, da ist ein Relaxo. Boah, fuck, alle. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wir haben ja ein Relaxo mitten im Weg. Wir können ja gar nicht dahin. Och, okay, ja, bist du so dämlich, ey. Was ist denn heute mit dir los? Was ist kaputt mit dir im Kopf, Alter? Ohne Scheiß, ey. Du machst nur Scheiße momentan. Das ist Wahnsinn. Kannst du ja überhaupt schon Fuchs sein, City? Boah, total bescheuert. Oh, Mann. Mist, ich habe alles verspielt. Hätte ich doch eine Münze rechtzeitig gegen einen Preis angetauscht. Ja, spielen müssen wir nicht unbedingt, weil das ist auch das einzige Pokémon-Spiel, wo man Klick spielen kann, ehrlich gesagt. Und, tja. Ja, lach mich ruhig aus, ich bin pleite. Jetzt ist Schluss damit, ich werde niemals wieder zocken. Hier, das kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Was, nie mehr wieder zocken? Da würde ich ja durchdrehen. So, okay. Dann haben wir das jetzt auch geregelt. Suchen wir noch ein paar andere Sachen. Boss, wir haben gerade 2000 Pokémon als Preis versandt, Alte. Schenke dem Poster in der Spielhalle keine Beachtung. Dahinter ist kein versteckter Schalter. Okay, bist du wirklich der Überzeugung? Und mir ist gerade eben angefallen, ich könnte Woodpixel eigentlich Schaufler bringen, gell? Damit es wenigstens mal eine gute Attacke hat. Kiwi, genau. Lern Schaufler. Geil, jetzt haben wir das jetzt auch noch runtergekriegt. Schöne Sache. Haha, mit dem Spielautomaten verdienen wir uns eine goldene Nase. Das ist schön für dich, mein Freund. Ach, Mann, aber ist eine goldene Nase nicht scheiße schwer? So. In diesem Hotel sind keine Pokémon erlaubt. Es tut mir leid. Ach, übrigens, ich sage euch jetzt mal was, Leute. War das hier? Geil, oder? Habt ihr das gewusst? Habt ihr das gewusst? Dass hier ein geheimer PC ist, das hätte früher ein riesen Pokémon-Center werden sollen, soweit ich weiß. Zumindest war das, glaube ich, dass es so gewesen ist. So, viele Unkraut vor uns klar. Wir nehmen Patte jetzt nochmal mit, weil wir brauchen das Ding hier später für Erika. Habt ihr das gewusst? Genau hier ist ein PC. 1A, oder? Also ich kenne schon manche Spieldynamiken hier. Also es ist schon so, dass ich so einige Secrets und Sachen kenne. Das hättet ihr jetzt nicht erwartet, oder? Total geil. So, könnten wir noch Erika theoretisch machen, aber da habe ich jetzt gar keine Lust drauf im Moment. Wir machen erst die Rockenspielhalle und dann fetzen wir Erika über den Jordan. Aber wir brauchen nämlich die Sipsko auf alle Fälle. Sonst können wir nicht in den Pokémon Tower. Wir könnten das zwar mit einer Pokepuppe überspielen, das ist jetzt ja das Problem, aber gut. Okay. Muss ja nicht unbedingt sein. Ich glaube, hier gibt es auch nicht mehr viel zu holen. Ich glaube, das waren das City haben jetzt alles abgegrast. Außerdem da unten von dem Typen da. Links kriegt man Weichei. Also nur, dass ihr das schon mal wisst, gell? Und, ja. Ich würde mal sagen, es tut mir leid schon mal, dass der Part jetzt so ein bisschen kurz und knackig gehalten worden ist. Vor allen Dingen so langweilig im Großen und Ganzen. Ja. Gut, so ein Part muss auch mal sein. Dafür geht es im nächsten Part wieder volle Kanne zur Sache. Wir werden nämlich im nächsten Part nämlich die Rocket-Spielhalle infiltrieren. Und ich habe gerade eben gemerkt, ich habe ein Porenta gar nicht da drin in dem Ding. Wo haben wir das Ding? Wo haben wir das Ding wieder? Ja, das tut mir leid, weil ich das alles wirklich mit der Hand machen muss. Ey, das wird später in dem nächsten Ding auch noch schlimm. In Gold und Silber wahrscheinlich oder in Kristall. Aber ist auch egal. So. Alles klar, Leute. Wie gesagt, tut mir schon mal leid. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Pokémon Blau. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, beziehungsweise einen Kommentar. Ansonsten steht es auch frei zu abonnieren oder zu liken. Und dann könnt ihr, wenn ihr mich unterstützen wollt, noch andere Videos auf meinem Kanal beobachten. Tut mir leid, dass ich heute nicht so in der Reihe bin. Ich bin nicht so richtig spruchreif im Moment im Gegensatz zu sonst. Deswegen, sag mir nicht böse. War ein harter Tag. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt jetzt nichts machen, weil sonst heißt das nämlich auch, guck, der nimmt sich immer nur, wenn er Bock hat, frei. Ich mache das nicht für euch. Und weil es mir Spaß macht. Also von daher,
Ich bin euer Kenia Supreme. Macht's gut, haltet die Ohren steif fürs nächste Mal Pokémon Blau. Und ciao. Ciao.